Wo steht in den neuen Rentenbescheiden etwas zur Hinzuverdienstgrenze 2020 in Höhe von 44.590 Euro? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben für eine Kundin von uns einen Rentenantrag gestellt für eine Altersrente und das hat auch alles wunderbar geklappt und jetzt ist der Rentenbescheid gekommen. Die Altersrente soll zum 1. Juni 2020 beginnen. Und unsere Kundin bat uns um Prüfung des Rentenbescheides und fragte ganz aufgeregt: Herr Knöppel, ich suche etwas zu der neuen Hinzuverdienstgrenze, denn ich will ja noch ab dem 1. Juni 2020 bis zum 31.12.2020 noch arbeiten gehen. Ich finde da einfach nichts. Ein Rentenbescheid besteht ja nicht nur aus einer Seite, sondern der besteht aus vielen Seiten. Unter anderem aber auch, dass der Rentenbescheid sozusagen auf der Vorderseite und auf der Hinterseite bedruckt ist. Also da stehen viele Informationen. Und ich zeige Ihnen das jetzt mal so. Das ist die Vorderseite des Rentenbescheides und das ist die Rückseite. Und auf der ersten Seite des Rentenbescheides, den ich hier in der Hand halte, da sehe ich etwas zur Rentenhöhe und Beiträgen für die Krankenversicherung der Rentner und zu dem Nettoauszahlungsbetrag. Und jetzt kommt das ganz Interessante. Ich sehe natürlich auf der Seite 2, also auf der umseitigen Seite, ich zeige es nochmal. Also das war die erste Seite und das ist jetzt hier die Rückseite. Hat die Deutsche Rentenversicherung doch tatsächlich etwas zu diesem neuen Hinzuverdienstfreibetrag von 44.590 Euro geschrieben. Ich lese es mal vor. Mit dem Sozialschutzpaket, Klammer auf, Corona-Pandemie, ist die Hinzuverdienstgrenze für eine Altersrente als Vollrente für das Jahr 2020 von 6.300 Euro auf 44.590 Euro angehoben worden. Darüber hinaus wird im Jahr 2020 der Hinzuverdienstdeckel nicht geprüft. Weiter. Mit Ihrem voraussichtlichen kalenderjährlichen Hinzuverdienst 2020 überschreiten Sie nicht die Hinzuverdienstgrenze von 44.590 Euro. Ihnen steht daher Ihre Altersrente als Vollrente zu. Das haben wir unserer Mandantin umgehend mitgeteilt und weiß jetzt auch, dass Sie ab dem 1.6. diesen Jahres Ihre Altersrente als Vollrente bekommt, weil die Deutsche Rentenversicherung, wie sie es auf der Seite 2 des Rentenbescheides geschrieben hat, den neuen Hinzuverdienstfreibetrag von 44.590 Euro nach aktueller Rechtslage tatsächlich umsetzt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.